Ein schöner Tag, man könnte ja zum Beispiel mal rausgehen. Warum ich es nicht tue, warum ich nicht rausgehe, das ist durchaus auch Thema jetzt in diesem kleinen Beitrag. Es geht natürlich um Corona. Ich nehme jetzt ruhig mal diese blöde Maske ab, weil ich bin ja ganz alleine in diesem Raum, in meiner Wohnung, in meinem. Ich habe da aus gutem Grund seit mehr als einem Jahr nichts dazu gesagt. Warum auch? Es wurde ja mehr als genug geredet, geschimpft, gejammert, gehetzt, protestiert. Nee, da muss ich nicht mitmachen. Ganz bestimmt nicht. Das ist nicht mein Ding. Aber langsam denke ich doch, es ist an der Zeit, dass ich einige Sätze dazu sage. Und zwar aus ganz persönlichen Gründen, die aber auch viele andere, Millionen andere Menschen, Mitmenschen angehen, denen es ähnlich oder genauso geht wie mir. Also kurz zur Person. Ich werde in diesem Jahr, im Mai, werde ich 74 Jahre. Und kommt mir bitte nicht damit, ach, du bist doch ganz schön alt. Dann könntest du doch geimpft werden. Nee, natürlich nicht. Nach Corona-Maßstäben gemessen bin ich ein Jungspund. Ich bin ja noch nicht mal 80. Hoffentlich werde ich das irgendwann mal. In ein paar Jahren. Nein, jetzt Scherz beiseite. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass nachdem der Impfstoff so langsam nach und nach eintrudelte, ich will jetzt gar nichts zu den Verteilungskämpfen zwischen den verschiedenen Staaten irgendetwas sagen, da, was da sich wirklich abgespielt hat, das wissen wir alle nicht, ob wir das jemals rauskriegen, weiß ich auch nicht. Aber es gab immerhin und dann wurde ganz vernünftig gesagt, jetzt sind erstmal die dran, die am meisten gefährdet sind. Und wir mussten ja nun erleben, mittlerweile in der zweiten sogenannten Corona-Welle, dass die wirklich alten Menschen, und das sind nun mal die über 80-Jährigen auf jeden Fall, dass die, man verzeihe mir dieses flapsige Wort, wegsterben wie die Fliegen. Nee, sie sterben nicht weg wie die Fliegen, die krepieren ganz elendiglich vor sich hin. Ohne Beistand ihrer Lieben. Teilweise auch schrecklicher Sterbeprozess. Sie ersticken möglicherweise. Meistens. Nicht schön. Schrecklich ist es. Gut. Die über 80-Jährigen, keine Frage, kein Thema und auch nicht, dass da die Alten und Pflegeheime, die Pflegeheime vor allem, dass die bevorzugt wurden, oder dass die in der ersten Impfreihe waren, saßen oder lagen. Klar, denn da kommen so einige Menschenmengen zusammen auf relativ engem Raum. Und die müssen auch zum Schutz der anderen Menschen in diesen Gemeinden als Erste geimpft werden. Und selbstverständlich auch das Pflegepersonal. Aber das hat auch gedauert, bis das kam. Warum möchte ich denn jetzt unbedingt auch möglichst bald geimpft werden? Bin ich irgendwas Besonderes? Eigentlich nicht. Ich bin ganz stinknormaler alter Mensch und bin eindeutig nicht, noch nicht in der Altersgruppe, die nach Vorstellung der Experten als Erste dran sind mit der Impfung. Ganz klarer Fall. Ich bin noch keine 80. Aber ich gehöre wahrscheinlich schon, ich werde das in der nächsten oder den nächsten Wochen mal abklären lassen, zu der immer wieder zitierten Risikogruppe von, ich bin zwar nicht besonders fettleibig, aus welchen Gründen auch immer, ich habe auch keine Säuferleber, auch das nicht.
Ich habe nicht mal eine grundsolide Diabetes und bin froh drum, dass ich sie nicht habe. Aber ich bin chronisch krank seit oder vor 11 Jahren wurde bei mir Parkinson diagnostiziert. Und das hat eben erstens physische, zweitens psychische Konsequenzen. Die körperlichen, die physischen sind allgemein bekannt. Ja, berühmte Zittern, Probleme mit dem Gehen und Stehen, Gleichgewichtsschwankungen und. Das ließe sich fast endlos fortsetzen. Nein. Aber die psychischen Probleme sind auch nicht ganz ohne. Ich leide doch an einer, ja, ich sage jetzt mal, chronischen Depression mit besonders schwerwiegenden Phasen zwischendurch. Die sind nicht immer so schlimm. Aber wenn, dann ist nicht so das Gelbe vom Ei, sag ich mal. Ne? So. Und dann, um zur Risikogruppe nochmal zurückzukommen, habe ich auch noch hier geschrien, als es darum ging, Herz und Lunge irgendwie zu betreffen. Die Ärzte sind sich bei mir immer noch nicht einig, ob ich nun eine direkte Koronar-, also Herzerkrankung habe oder ob das mehr mit der Lunge zu tun hat und da wiederum, ob das eine COPD, eine Atemschwäche, eine chronische ist oder aber ein Asthma, man weiß es noch nicht. Die werden sich da nicht einig, die Medizinerinnen und Mediziner. Egal. Ich denke, so gesehen bin ich wohl eher in der Risikogruppe und durfte meine beiden Impfungen bekommen. Aber habe ich da eine Chance? Ich sag mal so gut wie nein zurzeit. Da wird ja immer wieder viel geredet, ne? Das machen unsere Politiker und Verwaltungsmenschen, vor allem die regierenden Politiker, machen das angefangen von unserer ländlichen niedersächsischen Gesundheits- und Sozialministerin Carola Reimann bis hin zur Bundeskanzlerin Frau Merkel oder diesem unsäglichen Jens Spahn, der sagt auch mal Hü und am nächsten Tag sagt er Hot. Egal, es muss was geschehen. Aber Sie glauben mir das ja wahrscheinlich gar nicht, dass ich mit all den Symptomen und den festgestellten Krankheiten immer noch nicht geimpft werde. Doch. Ich habe es heute noch mal probiert. Nachdem wiederum propagiert wurde, man möge doch bitte nicht anrufen bei dieser Hotline, die ja noch nicht mal eine lauwarme Verbindung ist, Linie ist, sondern man möge doch bitte ins Internet gehen. Oh, da bin ich sowieso den ganzen Tag öfters. Und ich gesagt, na gut, dann gehe ich mal auf diese tolle Corona-Seite des Landes Niedersachsen. Hallo, liebe Carola Reimann. Und guck mal, was ich da machen kann. Man soll sich da bitte schön anmelden oder zumindest auf eine Warteliste setzen lassen. Seite der niedersächsischen Landesregierung, des Sozialministeriums, habe ich mich dann weiterleiten lassen auf eine offizielle Seite der Stadt Braunschweig und da wird da erstmal alles sehr schön fein säuberlich erklärt. Ja, und ja, da wird dann auch gesagt, da könnte ich beim Impfportal Niedersachsen einen Termin vereinbaren. Auch das mache ich doch einfach mal. Herzlich willkommen auf dem offiziellen Impfportal des Landes Niedersachsen. Jawohl. Ja, begrenzte Verfügung von Impfstoffen, steigt die Nachfrage, leider derzeit immer noch das Angebot.
Wenn Sie 80 Jahre und älter sind, möchten wir Ihnen dennoch so schnell und einfach wie möglich einen Termin anbieten. Und so erhalten Sie über 80 Ihre Covid-19-Impfung anmelden, dann eventuell einen Wartelistenplatz buchen und dann ist alles gut. Damit erkläre ich dann auch, dass ich mit allem einverstanden bin und darf weiter gucken. Also, zur Ermittlung des Impfzentrums in meiner Nähe gebe ich jetzt ein meine Postleitzahl 38106. Schön, 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 schön. Ja und, habe ich da was von? Nö, denn da geht's nicht weiter. Nee, Ihr zuständiges Impfzentrum. Und dann heißt es, zurzeit gibt es Verzögerungen, das habe ich doch schon ein paar Mal gelesen. Daher stehen leider keine freien Termine mehr zur Verfügung. Alles schon vergeben. Und wenn Sie mindestens 80 Jahre und älter sind, möchten wir Ihnen so schnell und einfach wie möglich einen Impftermin anbieten. Ja, dann soll ich die zentrale Warteliste hier. Hier können Sie sich digital in die Warteliste Ihres Impfzentrums eintragen. Und da passiert nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Diese Warteliste scheint es nicht zu geben, beziehungsweise man hat sie vorsichtshalber wahrscheinlich. Ja. Ach ja, dann will man noch wissen, wann man geboren ist. Die Altersindikation 73 Jahre. Und dann geht es eben nicht mehr weiter. Von Sonderfällen, von Härtefällen, von Ausnahmen ist dann keine Rede mehr. Wie auch immer. Ich werde es nächste Woche oder übernächste Woche nochmal probieren und zwar über meine Ärzte. Vielleicht wird ja was raus. Ich wünsche Ihnen weiter einen guten Tag und bleiben Sie gesund möglichst und wenn Sie krank sind, werden Sie gesund, wenn das geht. Bis demnächst mal. Tschüss, Ihr Jos von Aachen.